In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir von den öffentlich-rechtlichen Mediatheken uns die Videos herunterladen können. Ist deshalb wichtig, weil es ja festgelegt wurde, dass die teilweise nur noch 7 Tage lang online sind. Also wenn man die archivieren möchte auf seiner Festplatte, muss man die runterladen. Das geht so einfach nicht. Also man braucht ein extra Programm dazu, um das zu realisieren. Da gibt es einige kostenlose. Und es gibt auch welche, die kosten, also zu denen die kosten, wäre zum Beispiel der Replay Media Catcher zu nennen. Okay, wir wollen uns natürlich die kostenlosen anschauen. Da fällt mir der Easy Down Light ein. Der ist extra auf die deutschen Mediatheken abgestimmt. Dass er funktioniert, ist das Netz Framework von Windows erforderlich. Link zu dieser Seite findet ihr in der Beschreibung und dort sind dann auch die Links für das Netz Framework von Microsoft. Und hier auf diesem Button könnt ihr dann die aktuellste Version herunterladen. Das habe ich schon gemacht. Easy.exe. Die führe ich mit einem Doppelklick aus. Und dann erscheint dieses Fenster, was mich auswählen lässt, was ich herunterladen möchte. Ich möchte hier nur diesen Downlight haben, der eben Videos von AD, CDF und Drittkanälen herunterlädt. Also lasse ich nur hier den Haken drin, bestätige mit Weiter. Und jetzt beginnt der Download des eigentlichen Programms. Ich lege das einfach mal auf den Desktop, wenn ich hier gefragt werde. So, es ist jetzt fertig heruntergeladen. Jetzt öffnet sich nochmal die Seite von dem Programmhersteller und hier der Ordner, in dem meine Exe-Datei liegt, die ich jetzt auch gleich ausführen werde. Erstmal schließe ich aber die Seiten, die wir nicht brauchen. Also wir haben hier das CDF. Über die Hauptseite kommen wir auch schon auf die Videos, aber wir machen es noch ein Stück einfacher. Also, ich führe hier als erstes mal den Easy Downlight Exe aus. Und wir werden dann direkt nach einer URL zum betreffenden Video gefragt. Also gebe eine URL ein. Und wir können dann hier jetzt nach Videos suchen, klicken und kommen dann hier auf die Seite von warvideo.de, die ich auch euch sehr empfehlen kann. Und ich nehme mal hier YouTube raus, die wollen wir ja nicht. Wir haben jetzt hier die ganzen Drittkanäle, von denen wir eben die Videos herunterladen können. Und ich will zum Beispiel das Video Bambule herunterladen. Das ist so eine Reihe. Und wir nehmen zum Beispiel mal hier die mit Nina Hagen. So, und jetzt habe ich hier eine URL. Das ist das, was mich interessiert. Auf die klicke ich. Dann Rechtsklick kopieren. Öffne dann meinen Easy Downlight. Und kann mit einem Rechtsklick auch wieder den Link einfügen. Hier bestätige ich dann mit OK. Und bekomme dann hier ein Auswahlfenster, in welcher Qualität ich das herunterladen möchte. Also umso höher die Qualität, umso höher natürlich auch die Dateigröße. Also ist das abhängig von eurer Internetgeschwindigkeit, wie schnell ihr das dann auf der Festplatte habt. Ich nehme jetzt mal hoch, ich habe eine 16.000er Verbindung. Gehe hier auf Weiter und lasse es mal laufen. Ihr seht schon, geht relativ flott, also ihr müsst denken, hohe Qualität, halbe Stunde Sendung. Und wir gehen jetzt mal in den Ordner, wo das heruntergeladen wird. Hier, wenn wir Download-Ordner öffnen, klicken. So, da kommen wir hier rein und wir sehen schon, wenn wir hier auf F5 drücken, da geht wirklich flotter Download. Und wir können jetzt, ich habe es euch auch schon mal im anderen Video gezeigt, mit dem VLC Media Player, also ich mache hier einfach einen Doppelklick drauf, schon die Datei anschauen, während sie heruntergeladen wird. Bei mir ist schon standardmäßig der VLC Media Player eingestellt für MP4-Dateien. Ansonsten müsst ihr es eben manuell mit dem VLC Player öffnen. Bei mir geht es jetzt automatisch. So, da öffnet er sich auch schon. Und sieht gut aus, also das lässt sich schon. Bei mir ruckelt es jetzt gerade ein bisschen, Prozessor ist ein bisschen überlastet. Aber nichtsdestotrotz, man kann sich schon während des Herunterladens anschauen. Hier unten seht ihr dann auch die Zeit, 30 Minuten, 11 Sekunden, stimmt genau mit der Länge hier überein, die uns auch bei Video angezeigt hat.